Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde der zweiten Schwierigkeitsstufe Begegnung 9 bis 16 dieser Stufe. Mein Name ist Christon, ihr befindet euch hier auf Christopia bzw. Feldragier. Ja, ich spiele mich mit euch durch die Moderne. Und hier so weit, wie ich komme, mal schauen. Es wird ja immer schwieriger. Ich habe das auch bisher noch nicht gespielt. Ich mache es trotzdem mit euch zusammen und habe jetzt vor, die nächsten 8 Kämpfe möglicherweise zu bestreiten. Wir schauen mal, was sich ergibt. Wie gesagt, es wird nicht unbedingt leichter, das Ganze hier zu spielen. Wir schauen mal, was es als nächstes gibt. 10 Güter, Blaupausen, Münzen und Vorräte und wir schauen mal auf unsere Feinde. Ihr seht schon, langsam wird es hier doch feindestechnisch. Gehen auch die Feinde in Richtung der Moderne. Und ich mache mir trotzdem nochmal meinen Spicker an für diese hier. Die haben nämlich Vorteil, die Rekruten, gegen Panzer, also schwere Einheiten und gegen Artillerieeinheiten. Ja, und ihr habt Vorteile. Auch. Ich denke, wir nehmen ihn hier raus und setzen dafür noch einen Agenten ein. Und was ihr vielleicht schon gemerkt habt, meine haben einen gewissen Vorteil, seine natürlich auch, plus 35%. Meine plus 99, plus 90, das liegt daran, dass ich die drei legendären Gebäude, die Zeus-Statue, den Aachener Dom und das Castle de Monte, jeweils auf Stufe 10 habe und deswegen, ja, haben die das und dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten, aber das spielt hier keine große Rolle. Okay, wir greifen also an und schauen mal, was sich ergibt. Natürlich fangen die beiden immer als erstes an, aber das ist zunächst einmal gar nicht so schlecht, also so schlimm, sagen wir es so. Wir nehmen ihn mal vom Feld. Ich meine, wir müssen noch auf die Nähe. Der Nachteil oder sein großer Nachteil ist einfach, ja, und jetzt schießen wir einfach auf ihn. Er kann sich zwar verstecken, aber er hat halt keine, soweit ich das mir, glaube ich, gemerkt habe, sobald man dran ist, hat er halt schlechte Karten, ne? Okay, wir hoffen. Wir ziehen mal nach vorn und nehmen ihn vom Feld. Ein wenig müssen wir ja trotzdem riskieren. Beziehungsweise, ob das Ganze jetzt so ganz so schadlos ausgeht, kann ich natürlich nicht versprechen. Ihr seht schon, wir sind einmal leicht angeschlagen. Da, und er schießt nicht zurück. Das ist das, was ich meine. Und das ist halt ein wenig nachteilig für ihn. Also, es macht ihn wirklich schlecht, einmal im Feld. Naja, okay. Also, wir machen das Ganze sogar, soweit es aussieht, ganz ohne Verluste diese Runde. Das ist insgesamt Runde 25. Okay. Und wir haben Expeditionspunkte bekommen und 10 Güter. Ist ja auch nicht schlecht. Okay, also wahrscheinlich von jedem 2. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ich habe auch den Relikttempel und das dritte Kammenmäßig Relikt. Okay, 20 Fortschrittspunkte. Die gebe ich mal ganz kurz aus und melde mich dann gleich zurück für die nächste Stufe. Wollen wir die? Ja, und da bin ich wieder, habe die 20 Fortschrittspunkte schnell ausgegeben, weil die hier oben in der Zeile bleiben und so lange lädt hier eigentlich erstmal nichts weiter. Deswegen wollte ich sie lieber los, schnell loswerden. Aber 20 Fortschrittspunkte, da freue ich mich drüber. Gut, ich bin noch in der Jahrhundertwende. Da freut man sich wahrscheinlich noch. Uiuiuiui, hier geht es ja schon ab. Okay, sie haben, glaube ich, Vorteile gegen schnelle und schwere. Gegen schnelle Einheiten haben die Panzer. Und ja, also müssen wir wahrscheinlich zu den schweren Einheiten greifen. Sprich, ich setze einen Panzer ein und dazu noch die Agenten. Ja, wir schauen mal. Kann natürlich bei euch hier mal anders aussehen, aber naja.
Gut. Wir wagen uns hier mal nicht ganz so weit vor, in der Hoffnung. Mal schauen. Und natürlich, weil ihr Vorteile gegen uns habt, möchte ich natürlich sie so schnell wie möglich vom Feld nehmen, um entsprechende Tode zu vermeiden. Okay. Hier wandeln sich langsam meine Agenten um und wir nehmen ihn vom Feld. Ja, es ist halt minus 3, es zwiebelt halt gleich, ne? Okay, machen wir ihn erstmal. Und naja, man sollte sich schon ein bisschen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen so, aber es reicht, wir sind dran. Okay, und dich noch. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt noch eine Einheit von mir kaputt geht. Na gut. Und damit haben wir das auch glücklicherweise überstanden, kann ich so sagen. Ja, wie gesagt, es kann auch schief gehen. Ich weiß ja nicht, was mich hier erwartet. Sehr schön. Ach, ich habe vergessen zu schauen, was es an Gewinnen gibt. 20 vorherige Güter nehme ich auch gern. Okay, als nächstes gibt es, das ist ja wieder klar, 20% 2 von jeder Einheit als Bonus, als Preis. Und wir greifen an. Ihr habt Vorteile gegen, ja, leichte Einheiten und Dings. Ihr habt Vorteile gegen schnelle. Ihr habt Vorteile gegen schwere. Gut, wir bleiben trotzdem, denke ich, bei unserer Aufstellung. Klar, die beiden Bazooka, da dürfen wir uns halt nicht treffen lassen. Und ihr geht ein bisschen weiter hinten zurück. Ich glaube, das ist so ein bisschen Random-Effekt. Er geht sogar ganz zurück. Okay. Ja, dann. Eins. Die Bazookas sind, soweit ich das weiß, ein bisschen langsam. Zwei. Aber ihr seht, wir haben nicht großartig Vorteile gegen sie. Also da müsste ich nochmal mit mir ins Gericht gehen, was diese Bazookas angeht. Okay. Denn dich müssen wir jetzt definitiv vom Feld nehmen. Hoffentlich. Okay. Also die Bazooka sind natürlich erst einmal unsere ersten erklärten Ziele. Oh, das war gut. Das ist sehr schön. Wir haben noch einen nicht verwandelten Helden. So. Und dann geht das Ganze weiter. Wir nehmen dich erstmal raus. Er scheint ja doch ein bisschen zu zwiebeln. Und dich. Und dich. Zack. Und zack. Und damit sollten wir auch diese Runde überstanden haben. Eigentlich, muss ich sagen, kämpfen wir uns hier gut durch. Aber gut. Achso, sie hatten plus 35%. Weiß ich gar nicht, ob ich das dazu gesagt habe. Okay. Zwei Kampfpanzer. Na, nicht schlecht. Diesmal bekommen wir natürlich Diamanten zu 15%. Ein Schnellrestaurant. Was das ist, weiß ich gar nicht. Ein Plus-1-Kit und 25 Güter. Das Plus-1-Kit hätte ich sogar gern. Also 30% eigentlich alles, außer das Schnellrestaurant. Also eine 70%ige Chance auf was Gutes. Und wir greifen an. Man kann natürlich auch verhandeln, aber das ist ja nicht in unserem Sinne. Okay. Gegen schwere Einheiten. Nun gut, ich würde trotzdem sagen, wir bleiben mal hierbei und er ist unser erstes erklärtes Ziel. Dann wieder mal schauen, was er macht. Er kommt in meine Nähe. Haben wir bei den Gegnern Fernkampf? Ja, eine. Na dann. Bleiben wir lieber mal ein bisschen hinten. Oh, das zwiebelte aber gleich. Autsch. Das war jetzt nicht so günstig. Da hat die Gier wieder gesiegt. Merkt er was? Das kann jetzt natürlich ein wenig blutig ausgehen. Ich hoffe nicht zu blutig. Okay. Nimm dich erstmal raus. Und dann müssen wir die Bazooka schnell loswerden.
Ach Mist. Wir werden jetzt natürlich auf ihn wahrscheinlich gehen. Au, 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 das tat weh. Das tat richtig weh. Und ich glaube, das war unsere eine Einheit. Heieieiei. Okay. Wir versuchen uns mal an diesem dort. Der Agent kommt schon in naher Nähe. Und. Na los. Wir müssen jetzt leider. Oh, das ekligste, was werden konnte. Aber gut, dann ist das so. Wir hoffen mal. Eins. Zwei. Ach, das sollte aber auch ein Kram 4. Gute. So und so. Okay, wir haben einen Panzer verloren. Und müssen den nächsten jetzt ein wenig weiter hinten behalten. Da kommt wieder einer. Wie gesagt, diese beiden sind jetzt unsere primären Ziele. Na, du bleibst mal hier. Auch wenn ich jetzt den anderen Panzer habe. Wir müssen ja jetzt nichts riskieren, ne? Wir schauen erstmal und ziehen jetzt mutigen Schrittes nach vorn. Und Feuer. Je nachdem, wie mutig man ist, wenn man Agenten einsetzt. Blub. Okay, du schießt mal auf ihn. Okay. Feuer. 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 Oh. Haben die schon? Immer noch plus 35. Feuer. Du hast doch was gegen uns. Ah, das war jetzt. Ah ja, ouch, ouch, ouch. Das ging jetzt richtig schön in die Hose. Naja, das war jetzt ein. Ich will jetzt nicht sagen Super-GAU, aber 3 Einheiten zu verlieren ist schon ein bisschen bitter. Okay, ein bisschen nachlässig war das auch insgesamt. Ups. Okay. Okay, 25 Güter dafür bekommen, juhu. Naja, immerhin nicht dieses komische Gebäude, von dem ich nicht weiß, wozu ich das brauchen sollte. Meine Stadt ist gerade ein bisschen vollgeschröpft. Okay, was haben wir als nächstes? Münzenvorräte oder Versuche? Ja, da wissen wir doch schon, was uns erwartet. Oh, 3 Bazooka-Teams. Das sind, die gelten ja allgemeinhin als leichte Einheiten, glaube ich, ja. Und das heißt, wir brauchen irgendwas gegen leichte Einheiten eigentlich. Bist du eigentlich gut gegen leichte? Ja. Wir machen das so. 1, 2. Es ist ja nicht so, dass wir nicht genug haben. Aber müssen uns ja auch nicht so. Kriege ich mal ein Stück nach vorn. Und du gehst dahin. Verwirrungstaktik. Oh, echt jetzt. So. Und wir krabbeln nach vorn und hoffen, dass wir die Bazooka möglichst schnell fertig kriegen. Oh ja, das sieht gut aus. Aber das kann jetzt natürlich auch bedeuten, wir müssen dich rauskriegen. Nee, Glück gehabt, aber er wird, genau. Das war mir nämlich fast klar. So. Jetzt müssen wir ein bisschen. Ja, wie gesagt, unsere, glaube ich, unsere Gegner haben. Nein, das sind ja wir. So. 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 Okay. Mal sehen, ob er jetzt noch auf uns schießt. Ja, auf ihn. Zieh mal zurück.
das war auch der Grund, weil dann hätten wir ihn jetzt verloren. Und ja, ihr seht ja, wir sind jetzt immer in zwei Wellen vertreten und brauchen uns in beiden Einheiten auch. Achso, und die Welle sieht ja ein bisschen, sieht ja ganz süß aus, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? So, da kriegen wir dich doch weg. Dich da. Ja. Das ist der Grund, weshalb ich diese Fallschirmjäger nicht so gerne einsetze, muss ich gestehen. Weil sie einfach irgendwie ein bisschen leichtes, ja, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man jetzt 8 Stück einsetzen würde, ob die dann sozusagen besser schießen können, vielleicht gegen 8. Ja, 2 Versuche habe ich doch gesagt. Und auch kein Relikt. Da muss ich nochmal mit dem Schicksal meckern gehen. Greifen wir in die nächste Runde an. Vorteile gegen schwerer. Was haben wir in der zweiten Runde? Okay. Wir setzen dennoch 2 Panzer ein. Denn. Wobei, wir können auch leichte Einheiten einsetzen. Du hast. Nö. Dann können wir auch leichte Einheiten sein. Also leicht sage ich schnell. So. Greifen wir an. Gut, wir nehmen ihn und ihn, denn ich glaube, ihr hattet Vorteile. Ach nee, hatten sie ja gar nicht. Na gut. Hier nicht. Die Panzervorteile. Ah, die Panzer hatten die Vorteile. Eieiei. Na gut, hoffen wir mal. Ach du je. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wirklich erst einmal sehen, dass wir die Panzer schnellstmöglich loswerden. Die habe ich jetzt irgendwie ein bisschen nicht auf dem Zettel gehabt. Genau deswegen, ouch. Auch wenn das jetzt verlustreich zu Ende gehen könnte. Also um nicht zu sagen... Gehen könnte es gut. Verlustreich zu Ende geht. Weil der wird jetzt definitiv Opfer, genau. Okay. So, wollen wir dich erstmal loswerden? Immerhin haben wir... Gut, der erste ist also schon wieder dahin. Und jetzt kommt der nächste. Ah, Mist, das war jetzt dämlich. Ja. Ich fasse es nicht. Aufgeben. Tja, die Runde müssen wir wohl doch mal spielen. Nur gut, dass ich... das war jetzt dämlich. Ach, du Jemine. Ach, was eine Schande. Okay. Ja, das passiert. Aber zum Glück... Ja, oder Glück... Gut, dann machen wir es diesmal aber so, dass wir 2 schwere Einheiten einsetzen. Und ja, da darf man sich jetzt auch nicht zu feige sein aufzugeben, denn meine Agenten haben ja nichts mehr zum Verwandeln. Das habe ich jetzt richtig dämlich gespielt, Entschuldigung. So, 2. Versuch, vielleicht läuft er ja ein bisschen besser. Okay. Immerhin. Wollt ihr mich verkohlen? So, jetzt müssen wir dich natürlich vom Feld nehmen. Weil jetzt hatten sie Vorteile. Okay, Nummer 1. Oh, dann kriegen sie sogar noch meine Agenten.
unverwandelterweise eine gegnerische Einheit platt. Mal schauen. Und dich möchte ich noch aus dem Weg schaffen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so viel Schaden macht, wollte ich sagen. Hatten die Vorteile gegen Panzer? Nö. Sind einfach nur gut. Okay. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und zackig. Okay. Und nächste Welle. Trauen wir uns. Ja. Aber diesmal sind wir vorbereitet. Okay, also ihr habt in meiner ersten Runde gesehen, wie man es nicht macht. Ich glaube, das ist ja auch Premiere, dass ich während eines Kampfes durchgefallen bin. So bauen wir sie auf. Tada, Attacke. Also, dass ich das nicht geschafft habe, ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Also, ich habe auch schon Sachen gehabt, da habe ich wirklich alle 8 Einheiten einfach eingestellt irgendwie. Also, beziehungsweise, also wirklich total dämlich, auch immer aus Versehen auf Autoplay gedrückt und dann waren auf einmal meine Einheiten alle weg. Weil der Computer kämpft's aus. 20 Feuerregeln. Mist, hier gibt es wieder 2 von jedem. Ja, der Computer kämpft es aus. Und nachdem zunächst gleich meine eine Einheit, die hier nur über war, weg war, hat er sich meine Agenten stückweise vorgenommen. Das passiert, wenn man im Autoplay kämpft. Okay, ihr habt wieder Vorteile gegen alles, was ich habe. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ihr habt Vorteile. Hier war es, glaube ich, wieder gut, wenn wir die schnellen Einheiten einsetzen. Nee. Gut gegen schnelle und Fernkämpfer. Manometer. Kleinen Moment mal. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. Ich muss mal schnell schnitzen. Aber diesmal mache ich wirklich. Da habe ich wieder vergessen, auf Play zu drücken diesmal. Das wäre genau andersrum doof geworden. Okay, also ich habe mich jetzt dann nämlich dafür entschieden. Ich kommentierte eben auch schon fleißig. Die beiden werden es werden. Da Bazooka Team leichte Einheit ist. Und sie haben natürlich Vorteile gegen die leichten Einheiten. Also gegen diese 3 haben wir Vorteile. Er hat keinen besonderen Bonus und bei ihm wäre es bei uns eigentlich relativ egal. Und wir hoffen einfach mal, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig spielen. Zack. Zack. Jetzt weiß ich nicht, wie weit sie können. Also ihr seid natürlich unsere ersten erklärten Ziele. Dafür haben wir jetzt hier wirklich... Mist. Ja, wir nehmen die Bazooka-Teams vom Feld, wenn es geht. Beziehungsweise ihre Fernkämpfer. Na, das ist ja schon mal halbwegs gut gelaufen. Also halbwegs heißt natürlich nur halbwegs, okay. Und so. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder einstecken und wahrscheinlich werden wir auch gleich noch eine Einheit verlieren. Ja, das blieb natürlich nicht aus. Gut. So, wir machen mal. Zack. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir hier alles besiegen. Naja. Es wird halt nicht leichter, ne? Die Gegner haben schon 45%. Und jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen. Lieber erstmal ein Stück zurückgehen.
Und jetzt können wir nach vorn preschen. Wir haben drei Gegner, das heißt, sie können sowieso nicht gleich alle verwandeln, unsere Agenten. Und dann hoffen wir mal, dass sie auf unsere Agenten schießen. Okay, haben sie gemacht. Und wir nehmen dich gleich mal raus hier, bevor das noch schief geht. Gut, du hast jetzt sowieso nicht so die hohe... Ja, dann nehmen wir dich lieber vom Feld. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Reserve. Okay, geschafft mit einigen Blessuren und einem Verlust. Ja. Eieiei, okay. Zwei mechanisierte Infanterien, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir haben ein, noch ein weißes. Okay, das geht ja hier. Und wieder 20 Forge-Punkte. Gut, ihr kennt das Prinzip. Heute ist echt wieder viel mit Pause hier. Kurz 20 Forge-Punkte und dann, ihr könnt ja schon mal überlegen, obwohl, ich wollte gerade sagen, ihr könnt ja schon mal überlegen, was wir einsetzen. Das ist, was wir rausbekommen, Luxusanwesen, wäre natürlich, also das hätte ich sogar gern. Im Grunde hätte ich gerade alles gern. Okay, außer das Vorstadthaus, okay. Vorstadthaus wäre jetzt nicht so günstig. Aber eine Nito muss ja dabei sein. Ich würde sogar das Luxusanwesenheit nehmen. Schauen wir mal ganz kurz, was wir haben. Das wird interessant. Okay. Oh, zurück. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, 2 Sekunden. Kann auch immer hier dran schön sehen, wie es vorangeschritten ist. Wie lange ich jetzt weg war. Okay. Ah, der ist natürlich wieder ein bisschen störend. Also, ihr habt Vorteile. Die Fallschirmjäger stören uns nicht weiter. Ihr habt Vorteile gegen schwere Einheiten. Ihr habt Vorteile gegen leichte und ihr habt Vorteile gegen sowohl als auch. Ja, einen Held hätte ich jetzt auch gern, weil Helden sind wohl wirklich ein bisschen besser als das, was wir normalerweise auffahren. Also jetzt werden die Helden langsam... doch von Vorteil. Ich würde sagen, obwohl du hast, glaube ich, gegen schnelle Einheiten. Naja, ich würde mal sagen, setzen wir die ein? Oder lassen wir es eher rumsen? Weil gegen die Bazooka-Teams waren... Ich habe so ein bisschen, ich finde die Bazooka-Teams halt ein bisschen eklig, muss ich gestehen. Als Gegner. ich glaube, das wären hier meine, also ne, das ist eigentlich egal. Wie viel Prozent habt ihr jetzt eigentlich schon? Plus 45. Okay, auf in den letzten Kampf, Fragezeichen. Ich hoffe so. Unsere Armee lässt die Säbel rattern und wir kämpfen los. Das war zu erwarten. Du kannst dir ihn schon mal vornehmen. Ach, das war dämlich. Ja, das kann gleich ins Auge gehen. Eieieiei. Mir schwant übelst. Ich glaube, die Runde müssen wir nochmal spielen. Das geht schon gut los. Also gut im Sinne von schlecht, weil ich glaube, er ist sogar unsere Einheit der Wahl. Und das ist schon wieder Wahnsinn. Okay. So, wir nehmen dich mal schnell vom Feld. Und dich. Und dich. Und... jetzt eigentlich egal, glaube ich, oder? Nur weil wir sind schnelle Einheiten und ich glaube, du hattest Vorteile. Ja, du rumst dann immer gleich. Autsch. Ich hoffe, das war er jetzt nicht. Denn wenn, dann war es das für die Runde auch schon wieder. Ich glaube, du hattest auch noch Vorteile. Ja, wer in der Mitte hockt. Und konsequent ignoriert wird. So.
Nein, wir hatten Glück im Unglück, mehr oder minder. Aber wir kämpfen natürlich gegen eine vollständige Welle. Also. Eieieiei. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ob wir das jetzt schaffen? Wahrscheinlich nicht ganz verlustfrei. Okay. Ihr kennt unsere Aufgaben, nämlich ihn auszuschalten. Da rumst es nämlich in meinem Gepäck. Ah, das kann echt schief gehen nächstes Mal. Puh, autsch. Da geht's schon gleich weiter. Also, eins, zwei. Werden wir diesen Kampf bestehen? Das ist die Frage. Eins, zwei. Ah, da war es auch was für den. Es rumst. 4 gegen 5 gegnerische Einheiten. Wir müssen das jetzt durchziehen. Komme, was da wolle. 4 gegen 3. Okay, wir haben es langsam. Gewinnen wir doch die Oberhand. Mit extremst starken Verlusten. Nun denn, es soll so sein. Ich nehme noch mit. Keine Frage. Na. Okay. Ja. Ein blutiger Kampf. Was ist zerstört worden? 3 Agenten und 2 unserer normalen Einheiten. Naja. Und das am Ende der zweiten Runde. Ihr seht, die dritte Runde wird eine Herausforderung für uns werden. Und wir schauen mal, was es gibt. Tada! 50 Diamanten, sehr schön. Dritte Runde spielen wir jetzt natürlich nicht. Unten noch ein Relikt und da 5 Bazooka-Teams. Wow. Okay, die 50 Diamanten, über die freue ich mich ein bisschen mehr. Eigentlich richtig, dafür hat sich's doch gelohnt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn der letzte Kampf scheiße ausgeht. Nein, Entschuldigung, schlecht ausgeht. Scheiße sagt man nicht. Wenn der letzte Kampf schlecht ausgeht, dann. Ja, sieht das immer so aus. Okay, wir haben jetzt das soweit bestanden. Blutig ziehen sich meine Kameraden zurück und dürfen jetzt 7 Stunden lang verschnaufen. Und dann sehen wir uns, na, vielleicht nicht ein bisschen später als 7 Stunden. In 7 Stunden ist es irgendwann mitten in der Nacht. Wahrscheinlich morgen Nachmittag wieder zur Stufe 3. Für mich morgen Nachmittag, für euch vielleicht schon. Je nachdem, wie ihr das seht. In ein paar Sekunden. Ich wünsche euch bis dahin nur das Beste und gehabt euch wohl. Lasst ein paar Likes da, unfreundliche, nette, gut gemeinte, lobende, super Kommentare, wie toll ihr das alles findet. Ja, für abonnieren ist kostenlos. Ach, ich lasse das, glaube ich, weg, dieses Rumhuren. Nach Aufmerksamkeit. Okay. Rumhuren darf man, glaube ich, sagen. Okay. Ich wünsche euch was. Macht gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Christon hier auf Christopia, Schrägstrich Feldergier. Christopia, wie nennt es einfach so. Im Let's Play der Jahrhundertwende von Forge of Empires.